Malerisch ist es in Destiny auf der alten Erde, im alten Russland. Wir sind in einer Story-Mission und sind mobil. Wir haben nämlich Mopeds und fahren da mal los. Mit L2 könnt ihr Kette geben. Was hast du gemacht? Du hast einen Unfall gemacht, was? Rückwärts den Berg runtergerutscht. Mit R2 kannst du in der Luft bremsen und du kannst Gegner auch so ein bisschen umfahren. Das funktioniert aber nur sehr unbefriedigend. Das finde ich nicht gut, wenn irgendwas... Oh, und ich weiß, hier ist auch noch so eine Truhe noch. Hier ist ein Perfect Disaster. Oh, ich finde die ganze Zeit... Oh, ich habe hier also irgendwie leuchtet der da. Kommt mal kurz zu mir gefahren. Ich komm zu dir. Wenn mich nicht alles täuscht, ist hier nämlich... Autsch. Hier ist... Wow, das ist ja nett hier. Alter, was denn... Alter! Hinterm Wasserfall. Der Klassiker hinterm Wasserfall. Irgendwo hier war noch so eine Truhe. Oder haben sie die jetzt weggebaut? Vielleicht täusche ich mich auch, dass es ein... Jetzt ist es auch noch eine Ecke weiter. Ich habe ja inzwischen meine zweite Sprungfähigkeit dabei. Lass mal eine Ecke weiterfahren. Ich glaube, das ist hier noch nicht. Warte mal, Martin ist gestorben. Damit gestorben? Kann ich jetzt springen und dann hier nochmal so einen zweiten Jump anmachen. Ich bin nicht gestorben. Was redest du denn? Da war eben gerade mit Wiederbeleben. Ach, Quatsch. Das ist der Fritz, manchmal, sind wir schon an dem Punkt. Der kriegt gar nichts mit. Das ist schon spät und der Fritz merkt hier gar nichts mehr. Aber naja. Wo geht's denn hin? Tapfere Anführer. Führen Sie uns mal an. Schub. Jetzt muss ich nur diese. Was war denn jetzt hinter dem Wasserfall? Stopp, da war irgendwas Geiles. Nee, ich glaube, es ist jetzt hier erst. Warte mal. Ja, hier oben ist es, glaube ich. Ich kann mal zuschauen, was Michi da macht. Nur Quatsch. Ups, der steigt automatisch dann ab. Oh, nee, der geht in eine Höhle. Genau, jetzt so eine goldene Kiste. Kommt mal her. Goldene Kiste. Man kann übrigens diesen Jump, wenn man den aktiviert hat, wenn man nochmal drückt, kann man ihn wieder ausmachen. Was manchmal ganz nützlich ist, weil sonst läuft er einfach ewig weiter. Und eine fehlt uns jetzt, ja? Baron Air. Jetzt habe ich auch eine schwere Waffe. Raketenwerfer. Okay. Die Waffen gefallen mir richtig gut, so vom Look her. Richtig cool. Loading? What the shit? Was denn? Ja, das hat mitten in der Spielwelt Loading gemacht. Tatsächlich bei mir auch. So, warte mal, hier oben ist gleich die nächste Kiste. Wir nähern uns der Küste. Lass mal erst die Kisten holen. Aber wir sollen hier den Signalverstärker. Oh nein, das ist ein Level 7. Du fahr ich um. Bam. Naja, vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen schade, ne, mit dem Umfahren, dass das nicht hinhaut. Der wäre zu einfach. Boah, jetzt kann ich mal die andere Waffe vertragen, aber ordentlich was. Ja, ich glaube, das war total eine scheiße Idee, da hinzufahren. Aber die Missionsbeschreibung ist, dass wir da hin sollen. Ja, wir sollen nur nicht, so nicht mit denen Streit anfangen, sondern mit den Nachbarn. Die sind nicht so stark. Ah, okay. Wie bei mir auch. Kannst du mich schnell aufstellen? Deine Nachbarn sind doch so alte Leute, oder? Die so Probleme mit den Geräuschen haben, die aus deiner Wohnung kommen. Ich spring mal kurz hier rein. Ist das nämlich hier drin gewesen? Ich folge mal dem Michi. Ich weiß, es ist die. Es ist eine Tür weiter. Ist hier in irgendeiner Höhle. Eine Tür weiter ist es. Da geht's schon wieder raus. Es ist eine Tür weiter. Es ist nämlich hier hinten. Gibt's eigentlich auch irgendwie Sachen, die man über die Welt finden kann? So. Wie bei Borderlands, so Questlogs oder sowas? Ganz wenig. Aufzeichnung? Ich will doch mal wissen, was hier los war. Dieser eine Anführer vorhin. Ich könnte dir jetzt verraten, was vor 100 Jahren passiert ist. Ich würde es aber gern wissen. Nee, warte mal, fahrt mir nochmal nach. Es ist da hinten an der Küste, ist auf jeden Fall noch eine. Da bin ich mir 100% sicher. Ja, wir haben beschlossen. Ich glaube, der Michi trollt uns hier so ein bisschen. Nee, fahrt mal kurz mit. Ja, ich glaube, kommt mal kurz mit hier. Steig mal ein. Wo ist er da? Magst du denn Schokolade? Irgendwas schießt doch da auf dich, so wie verrückt. So, hier nicht so weit aufs Wasser raus, weil dann stürzt du nämlich ab. Wenn du jetzt hier absteigst, ist cool. Dann ist nämlich hier so eine Kiste. Wie soll man die denn finden? Das ist doch... geil. Das hast du doch in einem Guide gefunden. Jetzt mein Ding hier liegt. Du, das hast du doch... Das habe ich in einem Guide gelesen. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch im Guide gelesen. Das hast du doch niemals selber gefunden. Enigma-Brand. Schön sieht es aus. Schau mal, da hinten ist irgendwie noch so ein... Oh, ich hab einen Riss in dem Visier von meiner Waffe. Das ist ja geil. Haben sie dich verarscht. Ungewöhnlich. 28 Verteidiger. Das habe ich aber noch nie gesehen bei einem Spiel, dass sowas mit drin ist. Cool. Das wäre cool, wenn es dynamisch kaputt gehen könnte. Ja, dann lass mal... Oh, hier ist noch was. Oh. Und was? Ja, auch so eine Kiste zum Aufmachen. Beute durchsuchen. Ha, wo bist du schon wieder? Drehmetall habe ich gefunden. GameTube-Spiel, wo ist der? Ah, da oben. Wie bist du denn da hochgekommen?
Von hinten quasi. Die gute Richtung. Zu einfach. So. Gehen wir jetzt hier aufs Schiff? Wo ist er? Wo ist er? Eine Cruise. Das hängt da oben dazwischen. Schau mal, ich zieh mal drauf. Genau da ungefähr in der Ecke, wo mich hier jetzt gerade ist. Du müsstest dich jetzt fallen lassen. Ich kann das Lass dich doch einfach mal fallen. Bei mir ist das einfach weg. So komisch. Hm. Naja. Da kann ich gar nicht länger hingucken. Ja doch, ich kann doch. Ekelhaft. Was machen sie denn da für einen Quatsch? Hier sollte das sein. Also bei mir ist das nicht mehr da. Vielleicht kann das auch nur einer nehmen. Ja, einer nehmen, der besonders gut aussieht. Wie hast du es dann genommen? Nicht genügend Platz für meinen Sparrow. Oh, hier geht's schon los. Hier geht's rund. Level 4. Okay, oh, hast du die gerade geheadshottet? Da hab ich den Hookie. Warte mal, ich nehme mal kurz meinen Revolver raus. Zack. Jetzt lösen wir die Sache mal so. Einer. So geht's doch. Ach, die Sekundärwaffe ist scheiße gerade. Wie will die Schotze? Ich nehme jetzt statt der Pulse Rifle auch wieder den Revolver. Der hat komm ich da rein? So, ich schleiche mich jetzt mal in die Hütte hier. Also das ist rumgepimmelt von draußen. Oh, hast du den gerade weggemacht, der da über mir war? Ja. Passt rein. Also, ich bin jetzt im Schiff. Ich dachte, ich hätte hier irgendwie vielleicht eine. Ach, hier gibt's eine Leiter. Wenn ich einmal im Kreis außen rum gelatscht bin. Glückwunsch. Sehr schön. Wie auch immer das war. So, deploy the ghost. Oh, das finde ich übrigens total angenehm, dass man nur über die Waffendinger rüberlaufen muss, dass man sie nicht direkt einsammelt. Gib mir eine Sekunde. Also nicht nochmal mit einer Taste bestätigen muss. Das spiele gerade nochmal Borderlands 2 und das nervt schon so ein bisschen, dieses immer einsammeln. Geil ist, bei Far Cry 3 war auch mal über so einen Tisch zu gammeln und dann 15 Mal aufsammeln zu drücken. Es gab nichts Schöneres. Da hinten ist der nächste Missionspunkt. Der Revolver ist übrigens nicht so geil. Ich bin, glaube ich, eher doch Fan von dem ganz normalen Maschinengewehr. Wie heißt der? Automatic Rifle. Aber ich bin auch ein einfacher Typ. Gumpreider. Ihr düst schon wieder vor. Natürlich. Moment mal. Autsch, komm her, du Sack. Die sliden so cool, die Dinger. Autsch. Ich bin kaputt. Das war saudämlich. Ja, ich bin hinterhergekommen. Au, Alter, au. Jetzt hab ich. So. Ich hab mich mal um eure Probleme gekümmert. Ich spiel die Klasse vollkommen falsch. Ich spiel die halt genau wie so ein Titan. Macht der Gewohnheit. Kannst du denn jetzt schon sonderlich anders spielen? Ich respawne mal. Bin ich doch gleich gerettet. Naja, halt nicht reinlaufen. Nicht in jeden Gegner reinlaufen, oder? Ja. Das ist, glaube ich, eher so mein Ding. Weil viel weniger Schilde als. Schilde? Schilde als so ein Titan. Der Captain hält wieder einiges aus, wenn man so einen Krater ansagt. My Captain. Hier übrigens nicht ins Erdgeschoss gehen. Da sind die total üblen, also im Kellergeschoss vor allem die total üblen. Au! Schon wieder kaputt. Au, keine Munition mehr, au! Warte mal, ich belebe dich wieder. Danke. Selbe Übertragung. Mein Geist macht hier irgendwas. Der checkt das. Checkt das aus. Jetzt geht's wieder zurück zur Himmelswacht. Da waren wir doch schon mal. Oder? Ja. Was ist denn hier im Keller? Da ist ein Zugang zu einem anderen, zu einem hochleveligen Gebiet, wo die total üblen Monster drin sind, die dir, also in der Beta wurde dir da nur Level-Fragezeichen angezeigt, weil die so stark sind. Aber meinst du, es ist jetzt hier auch? Ich bin zu feige, um es rauszufinden. Hier sind sie jetzt schon wieder, ne? Also die Gegner spawnen extrem schnell nach. Naja, dadurch, dass sie halt sich entschieden haben, dass du in den Levels nichts zu durchsuchen hast, gibt es keine Munitionskisten, die rumliegen. Ergo kannst du nur Munition aus Gegnern kriegen. Ergo müssen ständig Gegner nachspawnen, damit du Munition hast. Ein Teufelskreis. Da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl, was geschafft zu haben. Ja. Was ja sonst sehr, sehr wichtig ist, wenn ich Videospiele spiele, dass ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt substanziell was geschafft. In der Welt. Also in echt. Hast du das Gefühl, dass du was geschafft hast? Statt was Anständiges im Leben zu machen, habe ich hier wieder Punkte gesammelt.
Wer sind die denn? Vandalen. Die sind doch da. Rabauken! Ich möchte mal ein Spiel haben, wo die Gegner tatsächlich Rabauken heißen. Oh, scheiße, Granate voll daneben geworfen. Ich mach erstmal die kleinen Minions hier weg, wenn ich das sag. Oh, shit. Ich durfte einmal zu lang, danach hat er dieselbe Idee gehabt. Das habe ich auch mal probiert, gegen so einen starken Gegner in den Nahkampf zu gehen. Das ist nicht. Das hat er mir aber nur nachgemacht. Diesmal. Ich versuche dich mal aufzustellen. Das wäre schön. Ja. Da kann er nicht viel. Kann man? Kloppen. Ich habe das Gefühl, dass mehr Munition spawnt als in der Beta noch. Also für die Primärwaffe auf jeden Fall. Die Sekundärwaffe ist halt immer leer. Was hast du als Sekundärwaffe? Sniper Rifle. Ah, okay. Ich glaube, die Shots. Die Gefallenen sind mit etwas hinten in diesem Raum verbunden. Oh, Unsichtbare, Vorsicht. Oh, 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 oh. Die greifen hier so mit Schwertern an. Und die vertragen richtig viel. Oder ich habe richtig gut daneben geschossen. Danke. Ups. Achtung von hinten. Au, jetzt hat's mich erwischt. Warte, ich heil dich. Zack. Okay. Da oben ist ein Captain. Wissen wir eigentlich, ab wann irgendwie Fähigkeiten kommen, die dann so im Team uns mehr oder weniger gegenseitig unterstützen? Also ich habe in der ganzen Beta keine gesehen. Ach so, das war gar nicht sonderlich in die Richtung ausgeprägt. Das ist so von wegen Fähigkeiten, die dann eher dem Team helfen? Nee. Ich dachte, das ist so der Sinn von Koop. Der Sinn von Koop ist, jemand anders läuft vor, wird an deiner Stadt erschossen und dann läufst du halt weiter. Man rennt aber vor, damit man halt entweder schon den Loot einsammelt oder mehr Kills macht als die anderen. Jetzt kommt das, Martin, was du gemeint hast. Was habe ich denn gemeint? Dass wir es verteidigen müssen. Ah. Das ist aber nicht die Mission, von der du glaubst, dass es... Ich glaube, ich weiß, welche Mission du meinst. Oh, moin. Ich glaube auch, das ist die Mission danach, wenn es das ist, was ich glaube, was ich glaube, was du meinst. Ich glaub's nicht. Ah, großartig. Aha, Level 4 Vandale. Die billigen Zielsuchenden. Jetzt stirb halt endlich. Meine Herren. Kann ewig wehren. Dabei ist es noch eh aussichtslos. Das war das gerade der Abschlussabendmonolog bei Martin States. Sich noch ewig wehren, dabei ist es eh aussichtslos. Wo habe ich diese Panzerfaust her? Aber die haben wir da inzwischen alle. Echt? Ich hab die auch. Warte mal, pass mal auf. Ich hol ihn mal raus. Er holt den Großen. Oh! Boomschakalaka. So, das hat ihm gefallen. They liked it. Was du meinst auch eher, war es nicht mal Date mit Kobe Bryant? Can you kick and scream all you want? It's getting raped by Kobe Bryant. Kick and scream all you want, it's gonna happen. Oh, da steht noch einer. Der irgendwo ist so ein schwerer. Scheiße, das war das Schild. Ich glaube, was soll man machen, wenn man nach dem Steak benannt wird? Der rennt da hinten immer noch rum. Guck ja, mal. Der soll da hinten rumrennen. Teleportieren die sich eigentlich? Ja, die phasen so. Was machen die? Ich finde sie. Dredge habe ich erwischt. Gehst du auch näher ran? Ich nehme mal meine schwere Waffe. Du bist ja auch der Titan, du bist ja hier so das Frontschwein. Vorsicht. Boah, krass. Hat gesessen. Oh ja. Teamwork. Müsste aber mindestens noch eine Welle kommen. Ja. Da ist aber irgendwo noch einer. Dann kommt mal mit zurück, zieh euch mal hier wieder zum... Oh nein, ist so ein Orb! Oh, Servitor. Okay. Au, 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 au. Was meinst du mit, ist so ein Orb? Dieser eine Orb. Ach, das ist so ein Orb. Dinger. Ja, ich sehe schon. Du musst ihm ins Auge schießen. Ist da noch einer? Ach, da ist noch einer. Nehme ich alles zurück mit dem einen Orb. Das sind ja zwei. Wenn es so gelb leuchtet, sind es dann kritische Hits, ne? Ja. Oh, das ist ganz cool. Der fing eben gerade so rot an zu leuchten. Ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Jetzt das Ding zerstören. Das sagte mir mein Computer auch gerade. Moment mal.
läufst du schon wieder irgendwie eine Minute voraus. Ich hab's geschafft, ey, keine Chance. Ich bin Level aufgestiegen, Alter. Level 4. Geil. Wir bleiben die Sekunden, jetzt holt mich wieder irgendwo eine goldene Kiste. Ja, still. Aus dem Ärmel. Ich kann hier aufleveln. Was nehme ich denn? Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Rasputin, eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen Kriegsgeist. Also eine Kriegsgeist-KI namens Rasputin suchen wir. Ich finde das irgendwie total cool. Was? Dieses, was diesen, Bungie da macht mit diesen lauter so alte Begriffe, irgendwie historischen Begriffe und irgendwie KIs oder sonstige Sachen danach benennen. Ich finde das cool. Ha, die meisten Kills. Jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr. Und die meisten Fähigkeitskills. 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 Wir müssten jetzt alle unseren Super bekommen haben, oder? Super, super. Also ich habe jetzt eben die Golden Gun bekommen. Auf in den Orbit und auf in die Pause. In der nächsten Folge schauen wir dann mal, was wir mit unseren Superfähigkeiten so anstellen können. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. Super, super. So.